Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Part von Slime Ranch. Und wie immer erstmal Dankeschön an diejenigen, die den letzten Part positiv bewertet haben. Bedeutet mir viel, damit der Familie und dem Kanal am besten. Vielen Dank dafür. Ja, bitte weiter so. So. Namen. Genau, der Thomas hängt da noch. Ja, nicht der Thomas in Person, sondern sein Namen stellvertretend. Du tust fleißig, das ist ganz gut. Ihr habt da tatsächlich ein bisschen was zu beißen gekriegt. Wisst ihr was? Jetzt ziehen wir noch ein bisschen was raus. Ihr kriegt da noch was. Das Ding, das geht mir zu langsam. Ich muss jetzt tatsächlich sagen. Also hier würde auf jeden Fall mehr gehen, wenn man. So. Schade, dass man es nicht triggern kann, dass man startet quasi. Und. Lasst euch schmecken. Was kann ich dem eigentlich für Aufgaben geben? Moment, ich will mir das jetzt mal kurz angucken. Das ist der Futterfutzi. Bestimmungsort. Ich könnte es auch einfach in die Gehege legen lassen. Ich weiß nicht, ob das nicht besser wäre. Probieren wir mal. Einmal just for fun. Und hier einmal kräftig durchsaugen. 100. Das ist es halt. Dann wird ihm viel mehr gehen. Und ich will noch ein paar Kakadubos, oder wie auch immer die Dinger heißen, sammeln. Würde ich das in der Nacht tun? Eigentlich nicht. Falsche Richtung. So, nehmen wir den schnellen Weg. Ich habe jetzt da keine Lust, da ewig und 3 Tage zu warten. Mein Geld müsste doch jetzt eigentlich auch steigen, oder? Danke. Ich wollte gerade sagen, die laufen natürlich jetzt auf Sparflamme. Gut, das heißt, wir werden hier noch einmal saugen und die ganzen Teile aktivieren. Die 100.000 haben wir jetzt eh schon wieder fast. Nice. Und schauen wir mal da unten hin. Oh, die 100.000 haben wir geknackt, Leute. Richtig, richtig nice. Schaut's hier aus. Leer. Ja. Momentan nicht wirklich viel. Aber schön, die 100.000 geknackt, das macht mich tierisch froh. Und hier. Okay, hier können wir jetzt auf jeden Fall auch nochmal richtig dick. Richtig nice, Leute. Okay. Passt. Das heißt, die können jetzt hier auf jeden Fall wieder kräftigst verkaufen. Gut, 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 gut. Und dann können wir ein paar Kakas. Ein paar Makaken fangen. Denn. Ja, habe ich jetzt Lust drauf. Vor allem will ich das Upgrade für den Garten haben. Auch wenn ich nicht mehr weiß, was es war. Ich könnte jetzt nochmal nachlesen, aber komm. Falten und Sack und sowas. Und direkt ein paar Mies. So. Weg mit dem Rotz. Gibt's ja nicht. Dass sie immer irgendwo schlecht gelaunte sein müssen. Beziehungsweise, dass die hier alle per se schlecht gelaunt sind. Ich weiß ja nicht, was in den Genen von denen verkehrt läuft, aber hey, da läuft was gewaltig verkehrt. Komm her. Wo ist der andere? Der ist schon wieder abgemacht. Da unten ist auf jeden Fall einer. Okay, dann haben wir schon mal 5 Kukadobas. Mal kurz regenerieren lassen. So viel Zeit müssen wir tatsächlich jetzt einfach einplanen. Da
oben könnte auch ein Schatz sein. Komme ich da irgendwie hin? Der schaut so schatzmäßig aus. Yay, Leute. Richtig nice. Da sagt der Trollo nicht nein. So. Echt geile Sache. 10 Stück schon mal. Okay. Komm her, mein Freund. Leb wohl. Und rüber mit uns. Das Interessante ist, da waren ja tatsächlich Hühner und sowas. Wenn ich das jetzt nicht richtig falsch gesehen habe, dann waren die ja gepaart mit Katzen, oder? So, die nehme ich mit. Schaut eigentlich hier aus. Oh, nett. Machen wir mal ganz kurz hierher. Ja, damit. Ach, da drüben sind die Lumis. Alles klar. Und was haben wir hier? Hühner. Naja. Einer war aber tatsächlich hier. Also einer ist tatsächlich so hochgesprungen. Aber hier war noch ein Bällchen. Moment, Moment, Moment. Echt einer jetzt hier wieder drin? Nee. So. Ja, damit. Dein Popo nehme ich mir mit, mein Freund. Okay, die sind besser gelaunt. Sehr schön. Ja, so geht's natürlich auch. Aber nichtsdestotrotz werde ich sie nachher ausrotten. Und hier damit. Sind das eigentlich immer 5? Bin mir gerade nicht sicher. Schaut fast so aus. Okay, ich glaube, ich bin noch an ein paar vorbeigelaufen. Hey, da hinten ist noch mein Bällchen. Nice. Nehme ich mit. Nehme ich mit. 120 wollte der Sack für den Garten. Einen guten Schwung hatten wir, glaube ich, auch schon drin, oder? Okay, irgendwo ist die Sache hier schon wieder am Eskalieren. Das kann mir jetzt aber erst einmal Wayne sein. War da unten noch irgendwelche? Wir tatsächlich. Aber wenn wir jetzt schon oben sind, will ich erstmal oben hin. Okay, machen wir erstmal hier den Run komplett. Okay, hier ist das Rückportal. Da hinten habe ich ein Bällchen und ein... Nice. Nehme ich auf jeden Fall mit. Aber sowas von. Dann sind wir eh schon fast voll. Noch 6 Stück, die werden wir wohl irgendwo noch zusammenkriegen, oder? Definitiv. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Hau ab. Den nehmen wir jetzt auch mit, auch wenn es einer zu viel ist, hilft ja nichts. So, her damit. Schade. Hätte ich auch gerne noch mitgenommen. Ne, wird nicht ganz reichen. Das machen wir jetzt aber noch voll. So schaut's aus, Leute. Die 7 Stück, die holen wir uns noch. Wenn wir nicht auch sogar ein bisschen mehr holen. Hau ab.
So. So. Das ist so ätzend, dass die so hart rum verstreut werden. Okay. Eine brauchen wir noch. Jetzt schauen wir mal hinten. Vielleicht. Kriegen wir die eine hier noch. Ja, die eine kriegen wir noch. Und wenn wir jetzt natürlich auf dem Weg noch welche finden, dann komm, scheiß die Wand, dann nehmen wir es natürlich mit. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall nicht mehr aktiv suchen. Ist das auch aktiv? Ja, ist auch aktiv. Feine Sache. Die ist leider nicht mehr gut. Macht aber nichts. So, mein Freund. Dann lass uns reden. Genau. Er wurde rausgehauen. Dadam. Mann, sowas Sozialkritisches. Okay. 150 und dein Shit ist mein Shit. Aber nicht mehr heute. So, hier wird fleißig weiter Geld produziert. Unter mir durchgegangen mal wieder. Oh, diese Scheißhühner, ey. Vielleicht werde ich hier irgendwann mal eine Säuberung durchführen. Auch wenn sich das echt verkehrt anhört. Okay. So. Das Problem ist, ich habe hier halt nicht so viel Zeug. Aber irgendeiner ist immer noch pissed, glaube ich. So. Haben wir uns jetzt alle beruhigt? Sind wir jetzt wieder cool? Sind wir denn jetzt wieder cool, Leute? Komm. Ab und an, ich weiß, hier oben ist eine Drohne, die ist zum Füttern aktiviert, aber... So, das Rosa nehmen wir jetzt auch mit. Das können wir schnell verticken. Es schadet auf jeden Fall nicht, das scheint zu tun. Wir müssen das gute Pupi ja nicht kaputt gehen lassen. So. Ist eigentlich einer immer noch ausgebüxt? Nein, ich glaube nicht. Ich kann, glaube ich, sogar alles reintun. Irgendwo? Uiuiuiui. Das hätte jetzt echt ganz schön nach hinten losgehen können. Alter Schwede, das hätte gerade ganz böse enden können. Uiuiuiui. Jetzt bleib halt hier, das gibt's doch nicht. Ich stelle mich doch sonst nicht so an. Also das hätte jetzt echt ganz schön nach hinten losgehen können, Leute. Ich glaube, ein bisschen Boom werde ich natürlich auch brauchen, weil für die Bohrer oder sowas brauche ich Boom, oder? Und Boom habe ich nicht mehr viel. Schaut es denn hier drin aus? Ziemlich leer.
große Fütterung. So. Ja, ich habe jetzt ein paar Früchte reingeworfen, keine Ahnung, war jetzt nicht meine Absicht. Man muss den halt auch mal einen Nachtisch gönnen. So. Und her damit. Vor allem tut das Saugen hier gerade echt nicht schlecht. Weil dann ist hier mal wieder ein bisschen Platz. So. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und das Buben, das ziehen wir auch noch schnell raus. Hauen es in die Raffinerie rein, weil das haben wir nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das für die Bohrer brauchen. Ich kann mich jetzt natürlich auch irren, aber ich würde mich jetzt in dem Fall tatsächlich wundern. Jetzt haben wir hier aber auch ein bisschen aufgeräumt, aber es sind immer noch so viele Hühner. Und Knall ist weg. Mietz geht auch gerade gut rein. Okay, schaut gut aus. Ja, Mietz haben wir jetzt wieder gut. Aber auch über 100 Buben, das ist auch nicht verkehrt. So. Die Kohle steigt auch gerade, sehe ich. Das gefällt mir. Nehmen auch mit. Und ein bisschen arbeiten hier. Das muss natürlich auch mal sein. Jetzt haben wir heute keinen Namen geschrieben. Ich denke, das ist jetzt nicht so dramatisch. Ist hier echt nichts zu tun. Flüchtetechnisch. Schaut auch nicht so aus. Gehen wir mal hier zu den Kollegen hier. Mal gucken, was die hier so treiben. Früchte würde ich nämlich sehen. Beziehungsweise Obst. Nicht Obst, Gemüse. Okay, das war's. So, her damit. Und rein damit. So. Oh, jetzt lass mich halt da hoch, verdammte Axt. Schön. Und die Kohle steigt. 137.000. So macht der Spaß. 142.000. Perfekt. So macht der Spaß, Leute. Und hier einmal saugen, bitte. Einmal bitte saugen. Läuft. Bisschen viel Obst. Bei mit dir. Richtig, richtig nice. Okay. Schaut hier aus. Okay. Ich tue es mal hier rein. Ich weiß, ich klaue hier gerade jemanden die Arbeit, aber hey, irgendeiner muss tun. Habe ich denn noch am... Oder ich glaube nicht, oder? Ich glaube, damit waren wir durch, ja. Ja, sind wir durch. Pass. Hier haben wir auch die Schätze schon geknackt. Ich glaube, sind wir auch komplett durch mit den Schätzen, ja. Sehr schön. Die Wüste steht halt noch. Steht halt noch da. Und... Wieso gehe ich denn jetzt hier lang? Da wollte ich doch gar nicht hin. Naja. Ein bisschen Bestrahlung ist ja auch eine feine Sache. Ich wollte eigentlich hierher. Und dann gehen wir mal ins Honigland. Honigland. Falsch. Honigland. Denn könnten wir wieder hier ein bisschen Bienenhäuser installieren. Würde nicht schaden. Ich habe jetzt Bohrer installiert, oder? Habe ich? Na klar, habe ich. Naja, dann sind da auch Bohrer installiert. Ist jetzt, wie es ist. Bienenhaus.
Bienenhaus. Dann haben wir noch zwei. Nehmen wir die da oben noch. So. Bienenhaus. So. Es ist schon wieder dunkel und eigentlich wollte ich jetzt nicht im Dunkeln hier sein, aber ist mir jetzt egal. Wir gehen jetzt mal hier schnell durch. Nehmen wir jetzt nochmal einen Schluck Wasser mit. Wir werden ein bisschen langsamer. Das ist regenerierende Energie. Immer so ein Kampf. Was mich nämlich interessieren würde, ob es hier drüben was gibt. Da will ich jetzt noch hin. Ich glaube nicht. Ich glaube jetzt tatsächlich nicht. Aber probieren will ich es noch. Nö. Das hier müsste eigentlich die Insel sein, wo der eine Schatz war, oder? Ja, mit Sicherheit. Ja. Ganz sicher. Den haben wir schon geknackt. Der hier, genau. Es ist eh dunkel, scheiß drauf. Da kann man mal eine Runde pennen. Das ist jetzt eigentlich weniger Wasser, als ich... weniger Kohle für die lange Zeit, wo ich weg war, als ich vermutet hätte. Okay, der ist deaktiviert. Das dürfte das größte Problem dahinter sein. Die sind hungrig. Das dürfte tatsächlich das größte Problem gewesen sein. Wie schaut es hier aus? Okay, hier ging zumindest was vorwärts. Aber ebenfalls deaktiviert. Ich habe es befürchtet. Ui, auch hier nochmal dick Asche. So, alle aktiviert. Alle aktiviert und glücklich. Schaut hier aus. Ja, hier ist auf jeden Fall auch wieder gut. Hier ist auch wieder gut Asche. So, meine Freunde, damit sind wir aber am Ende des heutigen Parts. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.